Gegrüßt, liebe Serienjunkies. Ja, ihr merkt schon, wir machen jetzt tatsächlich ernst und überfluten euch förmlich mit neuen exklusiven Specials zum Start der heißersehnten dritten Staffel von Babylon Berlin. Denn seit dem 24. Januar feiern ja jede Woche zwei brandneue Folgen der nostalgischen Krimiserie ihre Premiere im Pay-TV auf Sky. Und natürlich können dann auch nach und nach alle 12 Folgen der neuen Staffel jederzeit auf Sky Ticket abgerufen werden. Die Free-TV-Premiere der dritten Staffel erfolgt dann wiederum bei der co-produzierenden ARD, allerdings erst im Herbst diesen Jahres. Für alle, die von der Serie genauso wenig genug bekommen können wie wir selbst, veröffentlichen wir in Kooperation mit Sky hier auf Stream Wars nach und nach exklusives Szenenmaterial und dessen Analyse durch Volker Bruch alias Gerion Rath sowie Interviews mit dem Cast und Ausschnitte aus dem wieder einmal überragenden Soundtrack zur Serie. Und als wäre das alles noch nicht genug Input für euch, servieren wir euch jetzt noch ein ausführliches Making-of zur Serie über den Bau der gigantischen Kulisse im Filmpark Babelsberg, das Maskenbild und auch das Kostümbild. Dabei wünschen wir euch viel Spaß, gönnt euch dieses Making-of und bis bald. Vorhaben, die Straße möglichst vielfältig sozusagen zu recyceln in sich oder eben immer wieder neue Ecken an denselben Stellen zu drehen. Das war so das Grundprinzip und die Prämisse. Der Ursprungsgedanke, der liegt ja schon relativ lang zurück. Eigentlich in dem Augenblick, wo klar war, dass wir die Serie planen und dann irgendwann der Link hergestellt wurde zum Studio Babelsberg, die dann eben gesagt haben, wir warten auf das erste Projekt, was mit einer Anforderung kommt, die für uns auch Sinn macht und starten dann ein. Und das war dann quasi sowas wie eine Sternstunde, ne? Also weil wir jetzt als Berliner Produktion mit einem Projekt, der in der Form gekommen sind, gesagt haben, wir brauchen die ganze Stadt Berlin in unserer Zeit, in den 20er Jahren, als Mikrokosmos, wo wir eben möglichst viel gleichzeitig erzählen und entsprechend eigentlich auch unspezifisch sind. Diese Berliner Straße ist wirklich der Wahnsinn, weil da kommt man an und es werden ja immer Teile nur verwendet. Und wie wir diese Straße abgrasen, ist wirklich unglaublich, weil dann sind irgendwie Orte, wo wir schon mal waren, da wird irgendwie eine Fensterscheibe rausgenommen und auf einmal ist es kein Friseur mehr, sondern irgendwie eine Wäscherei. Und das ist wirklich ein Chamäleon, dieser Ort. Wir haben innerhalb der ersten Staffel knapp über 30 verschiedene Spielorte, die wir hier jetzt wild verteilen und befinden uns in einem doch relativ experimentellen Stadium. Wir waren eigentlich immer sicher, dass unser Studiobau, sogenannte Neue Berliner Straße in Babelsberg, so viel mehr kann, als man am Anfang jetzt noch dachte. Weil man natürlich immer sagen kann, wir brauchen ja nur bestimmte Aspekte zu zeigen. Wir können ja was verdecken, wir können was einrüsten, wir können 1000 Sachen behaupten. Die Drehteams, die bis jetzt drin waren, waren sehr konzentriert und auch sehr diszipliniert, muss man sagen, haben sich sehr dran gehalten, was wir sozusagen vorgegeben haben oder was man zusammen entwickelt hat. Die benutzen sehr intensiv filmische Mittel, agieren mit Unschärfen, mit langen Brennweiten, mit sehr nahen Aufnahmen auf die Protagonisten, sodass die Hintergründe wirklich auch verschwimmen. Es geht ja auch eben fast nie darum, jetzt sozusagen die Straße unheimlich zu feiern oder die Umgebung zu feiern, sondern genau das Gegenteil. Es ist einfach da. Bei den 20ern ist das einzige Jahrzehnt, woran ich denken würde, dass wenn man in die Gesichter guckt von so einem Sander oder Pipapo, all diesen Fotografen, hast du etwas, wo du denkst, das könnte jetzt sein, das könnte, die sehen ja genauso aus wie ich.
Wie sahen die Menschen damals aus und warum? Also wir haben uns natürlich auch viel hinter das Warum geklemmt. Wie war die Zeit damals? Man hat alles zu Fuß erledigt. Das war unglaublich schnell. Es gab ein Gesetz, was den Stillstand auf der Straße verbot. Wir sind kilometerweit gelaufen und haben sau viel gearbeitet und waren einfach müde. Gerade ging es oft darum, dass die schmutziger aussehen, also dass es eine gewisse Rauheit hat und dass es möglichst ungemacht sein soll. Ungemacht bedeutet, dass der Schauspieler und die Haartracht oder das Make-up oder so einigermaßen gut zusammenkommen, dass es einen Charakter ergibt, das aber auch im besten Fall, würde ich sogar sagen, nicht spürbar ist. Wir wollten nie Frisuren haben, die aussehen wie gerade frisch fürs Foto hergerichtet, sondern die sollen leben und die sollen sich auch noch bewegen und die sollen nicht mit Haarspray festgesprüht sein. Und wir haben viel recherchiert, wie kriegt man zum Beispiel Haar so, dass es so aussieht. Also weil eigentlich silikonhaltige Shampoos, wie wir das heute haben, gab es nicht. Natürlich, das war meistens Kernseife. Und das macht natürlich mit dem Haar auch was ganz anderes. Das sieht nicht so wohlgeformt aus. Abgesehen davon wurde es einmal pro Woche gewaschen. Für Charlotte war das Motto, dass die immer Tempo hat. Dass alles, was die macht, eigentlich in Tempo passiert. Gehetzt. Die läuft die ganze Zeit. Natürlich ist bei Liv gewünscht, dass man ihr so eine gewisse Leichtigkeit gibt. Dass sie was Keckes hat, aber auch nichts Gemachtes. Und das bringt sie auch total mit. Und dann gibt man make-up-mäßig so ein bisschen Augenschatten, weil sie einfach unglaublich übernächtigt ist. Und ja, ist ja eine schöne Frau. Da. Ja, so das Kostüm-Department und das Masken-Department, was die da abgeliefert haben, das ist total sensationell. Und zwar alle mit einem großen Understatement. Also nicht mit, wir machen jetzt hier das Geilste auf der Welt, sondern, und das war von Anfang an so, wir machen das halt. Und wir versuchen das so gut wie möglich. Die Basis war eigentlich keine Maske. Und dann haben wir immer die Augenringe nochmal verstärkt, ganz oft, und den Schweiß. Augenringe und Schweiß. Was von Kameraseite sehr gewünscht war die ganze Zeit, war Schweiß und Glanz, was auch total in unserem Sinne ist. Deshalb benutzen wir hier eigentlich kein Make-up. Puder ist auch eins, was wir aus unserem Sortiment gestrichen haben. Und dann gab es natürlich so wie die Kirschen auf der Torte. Also im Mokka FD sind die schon geschminkt, ne? Und da ist die Charlotte auch geschminkt und haben die kleinen Lippenstifte und diese großen Augen und diese Wasserwelle und so. Wir sind auch in der Recherche überrascht worden von Haarlängen oder Sachen, die es tatsächlich gab, wo wir nicht gedacht hätten, das gibt es. Und die waren damals auch schon relativ crazy. Man kann gar nicht so krass daneben hauen. Am schönsten ist es, wenn der Schauspieler das selber sehr will und man so ein gemeinsames Arbeiten hat. Und das, wenn man merkt, man hilft dem Menschen, in der Rolle zu sein, mit dem, was man tut. Ce qui m'a intéressé, c'était d'être en immersion complète sur un projet allemand, avec une équipe allemande, sur un sujet allemand et essayer de m'intégrer dans cette histoire, voilà. Quand j'ai commencé le projet, les scripts n'étaient pas encore traduits en anglais. Donc j'avais des résumés des scénarios. Et finalement, j'ai couvert très très largement en documentation avec la liste des décors que j'ai extraits de ces résumés pour essayer de m'immerger et communiquer et présenter au metteur en scène la façon dont j'avais envie de recréer ce monde-là. J'ai d'abord commencé par une grosse recherche iconographique. Je crois que j'ai amassé à peu près 3000 documents iconographiques. J'ai essayé de classer en fonction des épisodes, dans la chronologie des scénarios, en présentant chaque univers. Chaque fois qu'un comédien venait, on essayait de lui créer son petit monde à lui et de créer ses costumes en fonction de cette documentation. Es war natürlich dann auch irre, dieses Treffen mit Per Yves, das erste Treffen. Ich kannte den nicht und ich war schon so beeindruckt, als ich hier durch das Gebäude lief und die ganzen Kostüme gesehen habe, auch diese Masse alleine quantitativ. Ich hatte noch nie so viele Kostümproben in meinem ganzen Leben, also es waren immens viele. Also ich war bei so vielen Kostümproben, weil Charlotte natürlich wahnsinnig viele Sachen einfach hat.
ich ja von Kostümen erstmal keine Ahnung habe. Aber sozusagen dann mit dem Konkreten kann man sofort umgehen. Und dadurch, dass Pierre Yves und Bettina total an einem Dialog interessiert sind, findet man dann über Wochen und Monate hinweg die richtigen Kostüme. On a eu à peu près 250 comédiens principaux, 150 second rôles, small part, des futures, 160. En tout, ça faisait un pool de 400 rôles ou rôles secondaires. Et je crois qu'il y avait 7 ou 8000 cachets de figuration, on a dû faire à peu près 3000 essayages figuration. Ich hatte immer im Kopf so eine Silhouette mit einer schmalen, engen Jacke und einer sehr weiten Hose, eigentlich so ein bisschen wie so ein Marlene Dietrich-Kostüm. Und Pierre Yves meinte dann so, okay, wait. Und dann ist er kurz rausgegangen und dann kam er mit dieser weiten Hose wieder. Also sowas hilft mir extrem, in eine Figur zu finden. Wir haben irgendwie 10, 12 Hüte ausprobiert, bevor wir den gefunden haben. Also auf einmal wird das so ein Markenzeichen, aber es ist natürlich nicht von Anfang an so. Das muss man natürlich erstmal finden. Es war alles maßgeschneidert. Also alles, was ich in dieser Serie trage, ist angepasst an mich. Gerade überlegt, aber doch alles. Es ist sogar im Mokka FD habe ich maßangefertigte Tanzschuhe, weil einfach auch klar war, ich kann nicht 4 Tage in irgendwelchen Schuhen tanzen. Les metteurs en scène avaient décidé que les costumes couvriraient l'ensemble du projet, travailleraient avec les 3 metteurs en scène. Donc on était toujours en préparation. Ça m'est arrivé d'être sur des très longs projets de 180 jours de tournage comme celui-ci, mais au bout d'un moment, tout était prêt. C'était que de l'intendance, du suivi de tournage. Là, on était toujours à préparer un nouveau film. Ça a été non-stop.